Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Osiris New Dawn. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ja, uns geht's ganz gut hier auf unserem Planeten Prometheus am Sol 23. Und unser Kackebehälter. Oh, der dauert schon wieder 24 Minuten. Immer wenn ich das Spiel neu starte, dauert es wieder 25 Minuten. Das ist totaler Mumpitz. Da müssen wir jetzt eine 25-Minuten-Folge machen, damit wir endlich mal den Garten benutzen dürfen. So. Und mal gucken. Also wir müssen noch einiges bauen. Wir haben ja das GAV in der letzten Folge gebaut. Dieses wunderschöne Fahrzeug. Und Blümchen haben wir auch schon. Aber da dürfen wir noch nichts reißen, weil wir, wie gesagt, die Kacke, glaube ich, brauchen. Also diese Erde. Wir müssen uns daraus craften. Und ja, warten wir erstmal ab. Ich will, dass hier drinnen wunderschön blüht. Wollen wir was bauen noch? Wir können ja noch mehr bauen. Quatsch mit Soße. Sesselchen? Da. Die kosten immer Eisen und Stahl. Das ist kein Problem. Eine Couch will ich auch noch haben, aber was wir noch ganz wichtig brauchen, ist einmal eine Baracke. Eine Baracke habe ich richtig Bock drauf zu bauen. Kostet richtig viel, denn ich habe noch keine Ahnung, wie die von innen aussieht. Ich bin mal ganz gespannt. Die sollen natürlich dann angeschlossen werden an der Basis. Und ja, wir brauchen verdammt viel Stiele brauchen wir. Plastik, oh nein. Wir brauchen Plastik. Ich hasse Plastik. Gut, aber wir haben ja Fahrzeuge. Alles kein Problem. Dann müssen wir mal ein bisschen Ordnung hier machen. Warte, Plastik war ja hier, ne? Ne, Plastik war nicht hier. Plastik war draußen. Aber wir haben eigentlich ganz viel Material. Gar kein Problem. Die Tanks will ich noch gerne bauen. Ach, wir müssen noch ganz schön viel erledigen. Hier. Da brauchen wir Carbon und wir brauchen Hydrogen. Ganz, ganz viel. Hier haben wir noch ein bisschen Sprit. Empty out. Okay, guck mal, hier kann man die... Ach, guck mal. So machen wir die Mopeds also leer. Das ist ja mal ein Träumchen. Machen wir ein bisschen Sprit noch. Warum auch nicht? Haben wir schon. Gummi haben wir noch da, aber Gummi haben wir echt tonnenweise. Sprit für die Fahrzeuge ist ja immer eine tolle Idee. So, ansonsten haben wir mal unser Inventar nicht rappelvoll. Kann man das nicht stacken irgendwie? Stone Inventory Equipped? Nee. Das können wir nur trinken. Wie ärgerlich. Okay, ansonsten hatten wir noch eine Waffe freigeschaltet. Und wir brauchen noch ganz viele Skillpunkte. In Combat, obwohl, wartet mal. Wir haben ja schon ein bisschen gecombattet. Freigeschaltet. Super. Oh, aber die Munition nicht. Wie doof ist denn das? Dann haben wir aber jetzt auf jeden Fall das Assault Rifle. Munition oder Waffen braucht man im Endeffekt ja gar nicht. Man kann ja immer wegrennen vor den Viechern. Aber ist natürlich auch schön zu haben, ne? So. Was kostet denn so eine... So ein Schießprügel? Was? Was? Was ist das denn? So viel? Okay, wir brauchen auf jeden Fall tonnenweise Eisen und so weiter und so fort. Ach du Jemini, ey. Okay, mal gucken, was wir noch in der Lage haben. Wie gesagt, ich wollte noch gerne die Behälter bauen. Die Gasbehälter. Und dann so ein bisschen hin und her fahren. Guck mal, wir haben noch States Points. Mach mal auf Speed. Mach ich ja sonst nie. Und schauen wir die mal ganz kurz an. Wo waren denn die guten Gasbehälter? Das ist ja noch das selber gemachte Zeugs. Wow, guck mal, das ist noch eine Menge. Was ist das? Eine Zaunecke hier, so eine ganz komische. Ah, hier ist ja der Gastank. Gastank kostet 2 Stahl und ein bisschen Kupfer. 5 Stahl, ein bisschen Kupfer. Was habt ihr gemacht so in der Zwischenzeit? Brav. Du hast nichts gemacht. Und das ist auch nicht wirklich viel. Aber besser als gar nichts. So, ich will gerne irgendwann mal ein System drin haben, logischerweise. Boah, genau 50. Dass wir irgendwo nur das drin haben, was wir da brauchen. Und so, damit wir ja nicht ganz so durcheinander kommen. Das ist nämlich gerade momentan ziemlich heftig durcheinander alles. So viel Plastik. 30 krasse Boards. Mega, oder? So, wir zerbasteln mal alles, was wir... Naja, das geht nicht. Das, was wir hier drin haben. Carbon. Ja, Carbon haben wir viel. Das können wir nicht zerbauen. Das können wir nicht zerbauen. Und Obsidian brauchen wir noch für gar nichts. Wie gesagt, ich würde gerne sortieren. Also, dass wir das alles so ein bisschen auseinandergefriemelt haben. Weil das momentan ja noch ein ganz schönes Chaos hier ist. Ganz schönes auf jeden Fall. Ich nehme, gib mir einfach mal alle Barren. Fang erstmal an mit der Sortiererei. Titanium, das ist das Einzige, was mich interessiert. Habe ich echt nur noch 2 Diamanten? Carbon kannst du mal zerhacken.
So. Ups, falsch. Also wir brauchen ja eine Menge Stil. Geht Carbon langsamer? Carbon geht langsamer. Okay, lass den mal basteln. Ich guck gerade mal rein. Ist natürlich alles tonnenschwer, was wir hier reinstecken in der Tasche. Ein nur für Ressourcen, ein nur für Kram. Darum soll es eigentlich gehen. Ein Carbon. Viermal Plastik. So, und die Sachen, die halt sehr wertvoll sind, wie Boards, Plastik, kommt in der Basis rein. Eine Metallplatte habe ich. Gummi finde ich wertvoll. Seht ihr noch was Wertvolles? Nee, ne? Ob sie tanzen? Keine Ahnung. Batterien. Scheiben. So, dass man irgendwann hier auf diesem Planet auch eine gewisse Ordnung hat. Finde ich wertvoll. Ah, gut, sehr geil. Ah, ne, wirklich, wir haben hier nur zwei Diamanten. Das ist nicht gut. Das ist eher schlecht. Das finde ich wertvoll. Assault Rifle Magazine 25. Nehmen wir auch mal mit, ist wertvoll. Das weiß ich nicht. Hier sind nochmal Platten drin. Guck mal, das ist ein pures Chaos, was ich hier habe. Das kann mal zerbaut werden. Zerbaut werden. Und Gummi. Oh, wir haben die Tasche voll. Okay. So, dass wir erstmal auf den grünen Zweig kommen hier, was die Logistik betrifft. Also perfekt. Aha, das kommt weg. Und er bastelt fleißig weiter. Gut, dann machen wir mal den hier alle fertigen Barren. Ach man, das ist ein Chaos. Das würde ich so nicht. Scheiße. 109% überladen. Werfen wir erstmal das wertvolle Zeugs weg. Wie gesagt, ein bisschen Logistik. Wichtig, wichtig. Wo wir dann immer hin und her rennen müssen, wie die Blöden. Das ist auch blöd. Weil wir die ja genau... Naja. Oh, Kackebehälter. Viel blöd, dass das immer resettet. Ey. Jetzt habe ich gedacht, könnte ich direkt erstmal Kacke farmen. Und mich um was anderes kümmern. Jetzt muss ich erstmal das machen. So, was haben wir hier drinne? Raus damit. Seltene Teile. Raus damit. Ordnung ist das halbe Leben. Metallschrott. Ich glaube, die brauchen wir, weil... Can be eaten. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen fürs Farming, was wir ja noch am Ende der Folge vorhaben. Fehlt zu Oxygen. Use. Oh, man kann sich die Luft damit geben. Das wusste ich noch gar nicht. Ha, Überraschung. So. Dann ist das ja unser Superbehälter. Das ist wertvoll, das wollte ich drin lagern. So. Was habe ich immer noch? Heat Pistol. Learn. Haben wir schon gelernt. Drop. Drop. Dann ist das auf jeden Fall weg, dann nervt es nicht mehr so. Open. Dann habe ich ja hier fast eine Ordnung drin. Was bist du? Flare. Mach ich mal, habe ich noch nie benutzt. Ein Gummi. Ein Gummi. Und die Ressourcen. So, dann sind hier schon mal Ressourcen drin. Fällt das nicht? Ach, die Kartoffel und die Möhre. Die gehören natürlich irgendwie nicht dazu. Alles Mögliche. Aber was haben wir denn jetzt viel hier? In Eisen, Aluminium. Na, aber das ist kein schöner Behälter. Der gefällt mir nicht. Ich will eigentlich... Ornery. Aber wir wollen ja eh die Behälter bauen. Nur Barren hier drin haben, ne? Walker kann weg. Das Obsidian... Gibt es ja gar nicht, ne? Das keine Ahnung, wofür wir das benötigen. Ich wollte nur mal gucken. Oh, wir haben bombardiert. Weg damit. Naja, gefällt mir optisch schon besser als gerade. Und hier drin ist jetzt immer noch Chaos, ne? Tungsten und noch mehr Obsidian. So. Ne, den machen wir nicht empty. Das wäre zu schade. Das kann raus.
Ein Kabel ist wertvoll. Nickel. Wisst ihr was? Wir geben uns die Sachen mal hier. Dann kommen hier nur Ressourcen rein. Verbaute. Also verbaubare. Dann kommt hier auch noch das Obsidian rein. Und das weiß ich noch nicht. Das sind Alien-Teile. So. Ne, das ist ja eigentlich ein Verbaubarteil, ne? Das ist ja gut. Das kommt rein. Gut. Also fertige Barren, noch nicht fertige Barren. Auch mal sind weggespawnt. Na, bloß nochmal Sauerstoff, aber ist ja egal. So, dann machen wir das noch hier rein. Dann habe ich das Chaos hier voll. So wie ich es wollte. Wenn wir irgendwann mal Obsidian brauchen, bin ich glücklich. Borke ist auch noch nicht verarbeitet. Passt doch. Dann haben wir hier Ressourcen zum Verbauen. Ich denke mal, dann sollten wir das hier auch mit reinmachen. Aber dann nach unten. Schön, dass man sortieren darf. Das finde ich schon mal gut. Und der Rest ist eigentlich safe. Ne? Dann gehen wir jetzt rein. Da haben wir ja unsere wertvollen Sachen dann sozusagen. Habe ich da hinten gemacht? Ah, das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen weit laufen. Aber ist egal. Dias, Eisen, Batterien, Boards, Plastik, Magazine. Das hier, das hier. Sehr nice. Energiezellen. Ach, hier habe ich immer noch Zeugs. Kabel. Behälter nehme ich natürlich jetzt mit. Mann, warum haben wir so viele angefangene Behälter? Patches. Bandagen muss ich mitnehmen. Man weiß ja nie. Oh, hier habe ich noch ein Alien-Teil. Das nehme ich mit. Jetzt habe ich nochmal Möhren. So, nach jedem Tour kann man dann erstmal ordentlich sortieren gehen. Das ist immer dann sehr viel angenehmer. Aber es muss auch echt mal etwas Sortierung rein hier in der Geschichte. So. Kartoffeln und Möhren. Hä, habe ich die hier rausgenommen gerade? Ja gut, wir lassen wir jetzt tatsächlich erstmal hier drin. Wie gesagt, wir müssen ja noch ein bisschen abwarten, bis Kackebehälter fertig ist. Nitrogen. Und jetzt gucken wir mal, was der kostet. Jetzt haben wir ja alle sortiert. Wir wissen, wo die Sachen sind. Wir wollen einen Sessel bauen. Einen Gastank. Der kostet 5-mal Steel, Kupfer und Rubber. Also Steel hatten wir ja, aber das kann ich eigentlich nochmal machen. Ach, das ist kacke, ne? Mit dem Sortieren. Ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wo ist mein GAV da? Sprit haben wir ja dabei. Was liegt denn da? Oh, ich hänge fest, das ist nicht gut. Okay, entfestet. So. Ja, ist ja egal. Wir können ja erstmal sammeln, sodass wir genug von allen möglichen Kram haben. Ist aber langsam, ne? Hui. Und? Oh. Geschickt. Ein super Pilot. Na, da hinten sehe ich schon wieder, da können wir uns wieder ein bisschen Plastik holen oder sowas. Wir gehen nur noch an reinen Barren. Muss da nicht ein Wurm kommen eigentlich? Das zählt nicht nach unten. Das ist total fail. Eisen, pures Eisen. Weißt du, du kannst ja gar nicht spielen, sieht ja furchtbar aus. Eisen brauchen wir viel. Oh. Also du kannst nur fahren, nicht zielen. Finde ich komisch. Wo bist du? Naja. Töten! Uns echt in Ruhe, ne, eigentlich.
Oh, die HP. Heftig. Und das war noch ein Junger. So. Das brauchen wir alles, wenn wir den Dings bauen wollen. Die elektrische Krabbe. Von dem Boden versinkst. So. Ich glaube, die war gar nicht so teuer in der Herstellung, die elektrische. Upsa. Okay. Zwei. Schade, dass das Tor so schnell im Arsch geht. Mann, der hängt überall fest. Dieser Weltraumschrott, den braucht kein Mensch mehr, ehrlich gesagt. Ein bisschen auf Reserve haben ist ja cool, aber. Okidoki. Brauchen noch Aluminium, brauchen noch. Ach, wir brauchen noch so viel Zeugs. Ich hack mir einfach in hier durch und bau und bau und bau. Magnesium und sowas. Und dann bauen wir ein paar Plättchen und dann bauen wir uns den Gasbehälter und holen Gas. Ich weiß nicht, wie viel da so reinpasst. Bin mal gespannt. Warte mal, da war der Einschlag, da müsste doch jetzt was rumkullern. Nichts, ne? So. Muss erstmal leben mit der richtigen Ordnung, die ich hier gemacht habe. Ist nicht so einfach. Ich komme mal klar mit meinem Chaos. Wo ist denn die Karre? Da. 15 Mal. Boah, damit fahren sie ja richtig fett ab, ne? So. Die zwei. Das sind zweimal Eisen. Aber erstmal fett Ressourcen am Start gleich. Und dann kannst du bauen, was du willst. Muss ja nicht für jede Kleinigkeit immer 10 Jahre hin und her rennen. Ich habe ja Sprit, ne? 5. Na, passt sogar. B? War das denn immer B schon? So. 6 war die Flair. Jetzt haben wir ja dunkel. Boah. Das war keine Flare, Mann, das war eine Rakete. Das kam wahrscheinlich aus dem Asteroiden. Oder Meteor, besser gesagt. So. Ordentlich abfarmen. Die hauen wir noch nieder und dann gucken wir mal, was wir alles machen können gleich. So. Wir haben ja noch eine Menge zu tun eigentlich. Ach. Also ich habe schon eine Waffe und da kommt er trotzdem. Oh, wo ist er denn? Da. Okay, komm. Wo bist du? Ernsthaft? Ah. Du machst mir keine Angst mehr. Wir müssen mal gucken, was dieses Ding da kostet. Freigeschaltet haben wir das ja schon. So. Und dann richtig. Also in der Staffel möchte ich auf jeden Fall komplett fertig werden. Ich möchte eine ganze Basis einzäunen. Und so weiter und so fort. Da kann man ja erst später mit einfach mal die Sachen erst freischalten muss. So, wenn man zu Hause fahren, bin ich mal gespannt. Mm-hmm.
Fahren ist geil in dem Spiel, ne? Aber leider dürfen wir den großen Roboter noch nicht bauen. Und wir haben alles gesammelt, aber wir durften nicht. Wie viele sind denn davon auf einmal hier? Weggefetzt. Was wir können, ne? Vielleicht hier so eine Mauer ziehen oder so? Nee, hier ist so weit weg. Oder so eine Landeplattform bauen vielleicht noch oder sowas, das wäre cool. Bam, 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 bam. Macht das denn Damage? Nee. So. Ja, eine geile Landeplattform, aber es ist schwer darauf zu landen, das ist das Problem. Okay, lass uns mal da dran. Boah, ich nicht gewusst, dass ich so viel gesammelt habe. Nochmal 50er Stack. Boah. So, den Rest können die. Die sind ja auch fleißig am Bauen. Du machst mal nur Eisen, weil wir so viel haben. Du kannst gar nichts herstellen. Ach, guck mal hier, wir haben Fleisch angesammelt. Ach, das war das. Crab Meat. Grilled. Aber die brauchen wir vielleicht noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Teile wir brauchen für die Aliens. So. Okay. Raus. Hä, wieso hat der nicht Magnesium? Achso, ich habe aufgehört, das herzustellen. Ha! So, drop, drop. Obwohl, wir brauchen das nicht droppen. Blödsinn. Wir haben ja in den Behälter da hinten. Uah. Haben wir einen unfertigen. Das war fertig. Boah, kommen wir schon durch den. Immer wenn wir welche übrig haben, können wir die hier reinwerfen. Und dann haben wir am Ende wieder extra. Ist doch schön, oder? So sieht das aus, wenn Tim versucht, Ordnung zu halten. Es wird nur noch schlimmer. So bin ich. Aber Sprit haben wir dabei. Das haben wir noch. Jetzt gucken wir mal, was die Krabbe kostet. So eine Gasplattform ja noch bauen gleich. Obwohl, man weiß ja nie, ob die wirklich funktioniert, ne? Beine, Boards, Kabel, Steel, Crab Talon, viermal, Crab Meat. Das müssen wir eigentlich ziemlich schnell zusammenkriegen. Crab Shell habe ich, glaube ich, ein bisschen gebraucht damals. Wenn ich jetzt F drücke, du hast nicht die Materialien. Können wir direkt mal was gucken. Coming soon. Ah. Das ist alles, was... Das steht direkt schon coming soon. Nur der Botti, der fehlt noch. Da schwebt er zwar schon rum, aber wir dürfen nicht. Also dann dürfen wir auf jeden Fall... die Krabbe schon machen, ne? Ein Krabben-Ei habe ich. Krabben-Shell ist das, was fehlt. Aber das ist ja jetzt nicht der Plan. So, machen wir mal ordentlich Platten. Da haben wir die auf Lager. Wie gesagt, der Gasbehälter. 5 Platten, kein Problem. Kupfer und Rubber. Gepärder. Rubber. Gasbehälter. Wo können wir den denn hinpacken? Passt der wohl hier runter? Das wäre schön. Da würde ich mich über freuen. Nein. Der ist sehr groß. So, wenn wir gleich später anbauen wollen, passt das ja in der Richtung. Wow, wir dürfen den nicht so bauen. Perfekt, oder? Also wir brauchen ja nicht nur, da muss man ja mehrere Sachen drin lagern, ne? Da reicht ja der nicht. Kupfer. Und Rubber war das noch? Nö, Rubber war das nicht, das war Metall.
Gib's mir her. Das opfere ich gerne dafür. Für unsere neue Ordnung. Nein, der passt überhaupt nicht. Ich dachte, wir nebeneinander. Und sind die auch noch falsch rum? Nee, sind sie nicht. So darf man es nicht sehen. Was passiert denn, wenn ich hier was wegbaue? Repair, Customize, Nickname, Destroy. Ein Traum. Man kriegt zwar nicht alles wieder, aber man kriegt was wieder. Das ist gerade, ne? Oh. Nein, bin schon auf die Seite. Also ich will ja schon eine ordentliche Basis haben. Hydrogen und Dingsbumster kann man hier reinpacken. Das wollen wir jetzt nochmal holen. Ich habe ja jetzt alle Behälter dabei, ne? So viele wie ich noch habe. Also wir Nitrogen-Barrels, die kann ich sogar schon mal nehmen. So, heute ist mein Timer für das Video und die Kackebox. Was sagt die denn? Take. Was? Wir machen schon 25. Was? Drei Stück nur? Human Waste. Wirk. Ja, aber ich brauche nicht nur Scheiße, ne? Growing Crops, doch. Bin gespannt, wie viel wir dann brauchen. Aber das war ja eigentlich der Plan des Videos. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich schon wieder 25 Minuten warten muss. Gut, dass wir zwei gebaut haben. Eins ist wo? Soil. Wie macht man verdammt nochmal Soil? Bestimmt mit Sand und Scheiße, so wie bei der Masiana. So. Da. Sand. Sechsmal dürfen wir machen. Gut. Sand ist ja kein Problem. Hatte ich sogar noch irgendwo rumfliegen, aber ist egal. Sand ist ja wirklich easy peasy. Ein. Zwei. Drei. 4, 5, 6. 6 mal Soil. Lecker Schmecker. Der macht, muss er das mit der Hände so mischen. So. Eklig. Wofür ist denn Penicillin und Chlorolyt Acid bei? Für was brauche ich das denn überhaupt? Nochmal Sprit drin. So, ich bin mal gespannt, wie viel wir in diesen Behälter reinschmeißen dürfen. Aber erstmal wollte ich mich jetzt hier um den Bewuchs kümmern. Ich nehme mir den Möhren direkt mit. So, ihr braucht jetzt immer wieder 30 Minuten. Hammer. Mein Gott, ein Stein, ne? Du bleibst an dem scheiß Stein hängen. So. Alles erledigt. Das ist ja mal geil. Ich nehme mal den jetzt, weil er ein bisschen übersichtlicher ist. F1, Bin 2G. Bin 3B. F. Bin 1F. Also sehr unübersichtlich. B und G. Okay, da ist auf jeden Fall Erde drin. Bin 1 ist wieder F. Karott und Potato. Wir machen hier nur Karotten rein. G. Noch in der 2 war G. G, G. Habe ich denn genug? 3 war B. Alle Karotten sind weg. Jetzt haben wir nur noch 2 Kartoffeln. 1, F. F. Okay, das war die Seite. 2 ist G. G, F. Kartoffeln, die sind eben alle gleich aus den Sachen. Es grünt.
auf unserem Planeten. Es grünt. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge gucken wir mal nach unseren Behältern. Machen die mal voll. Bis dann.